Klettern jetzt mal durch den Tunnel am Kumbe Mario. Ich bin noch fett. Tunnel ist aber Natur, nicht so wie in Vietnam. Die Vietcong-Tunnel. Also einfach hier hochzukommen. Es wird Licht am Ende des Tunnels. Und nochmal richtig eng. Yep. Und draußen wieder. Ein Stückchen weiter gelaufen. Wunderschöne Landschaft hier. Da hinten, das sieht fast aus wie der Yunnan-Dorf aus der China. Von hier oben von Kumbe Mayo. Die Chachapoyas-Kultur, also schon vor den Inkas. Eine Wasserleitung bis nach Cajamarca runtergebaut. Gucken, ob Reste davon sind noch irgendwo zu sehen. Ich hoffe, dass wir das auch sehen. Ein bisschen in einer langsamen Truppe hier sind ein paar südamerikanische Omis. Was heißt Omis? Die sind auch erst 50. Also nicht älter wie ich. Die kommen aber nicht knicken. Die sind völlig aus dem Fuß. Die Mädels. Naja, gucken wir uns die Scheiße hier mal an. Scheiße, ist eigentlich wunderschön. Und sie piepen immer. Naja, jetzt geht's. So, so ein Stückchen sind wir schon weitergekommen. Die Rentnergruppe hat mal die Abkürzung genommen. Ja, verflucht. Geile Landschaft, muss man lassen. So, jetzt sind wir an diesem Wasserbauwerk. Wenn Sie mal angucken, was die hier vor, was weiß ich, 1000 Jahren gebaut haben. Witz, die brauchten das Wasser gar nicht. Unten in Cajamarca. Das war einfach, weil die haben unten drei Quellen, zwei Flüsse laufen dadurch. Und das war ihr heiliges Wasser für religiöse Zwecke. Da haben wir hier 20 Kilometer langen Kanal runter bis nach Cajamarca gebaut. Unglaublich. So, jetzt hat uns der Mann das hier erstmal nochmal erklärt. Das ist der Altar. Hier haben die lange vor 1500, 2000 Jahre vor den Inkas, also vor 3000 Jahren haben die den Kanal gebaut hier. Und auf dem Altar wurden einmal im Monat Opfer gebracht. Aber nur bei Neumond, nie bei Vollmond. Und vor 3000 Jahren haben die Römer sich noch mit Steinen beschmissen. So, und hier haben die den Kanal in den Felsen reingeballert. Mit einem leichten Gefälle geht es hier abwärts. So, da steht auch mal lang. Gucken wir, ob hier auch irgendwo eine Bierquelle ist. Ich habe langsam schon wieder Durst.
So, das war nur der Ausflug nach Combe Mayo. Jetzt bin ich wieder an der Plaza de Armas. Thank you very much. Und glaube, ich laufe jetzt erstmal zum Metro und gucke, ob hier irgendwo Gaskartuschen oder so. So, da ist jetzt der Metromarkt. Das ist hier ein riesen Shoppingcenter. Hier kämpfe ich mich jetzt mal durch. Mal sehen, ob ich was finde. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist hier mal ein Supermarkt. Da kriegt man mal ein paar Sachen, die man sonst nicht kriegt. Zwar ein bisschen teurer, aber was soll's. So, jetzt war ich in dem Rhabarberladen einkaufen. Das kann ich sagen, immer noch nicht. Aber es gab schöne Vollkornbrötchen. Gleich zugeschlagen. Und Käse. Also nicht den Weichkäse, den wir haben. Der schmeckt ein bisschen komisch, kann man essen. Richtigen Edamer. So, dann probier ich mal weiter, ob ich irgendwo was erreichen kann. So, das ist die Straße, in der ich wohne. Geht eigentlich. Da vorne, neben dem Garagentor, ist der Laden. Da gibt es Bier und Eier und was weiß ich alles. Und die kleine Tür da, da geht es in mein Haus. Muss ich jetzt mal aufschließen. Da brauche ich 3 Schlüssel zu. Einmal fürs Eisentor und dann für die andere Tür nochmal 2. Die muss man gleichzeitig drehen. Und dann kann man das Ding aufmachen. Ist ja alles gesichert wie Fort Knox. Damit keiner das Bier klaut. So, ich muss jetzt mal aufmachen da. So, und jetzt geht's rein in meine Höhle. Ich habe das komplette kleine Häuschen hier für mich. Mein Schreibtisch. Ich muss ja schon hier arbeiten nebenbei. Fahrrad ist hier geparkt. Jo, das ist das Schlafzimmer. In die 4 Betten reingeknallt. Bei 4 Leuten ist das Ding aber erheblich teurer. Da kostet es, glaube ich, 30 Euro die Nacht. So. Das ist meine Küche. Eigentlich alles da. Wasserkocher, Spüle, dicker Kühlschrank, Gasherd. Funktioniert. Öl und Salz standen auch schon hier, wollte ich mal kaufen. Und hier geht's raus in den Hof. Hier ist Toilette und Dusche. Was lustig ist, bei der Toilette fehlt die Brille. Die ist abhanden gekommen. Aber das ist nichts. Das ist etwas völlig Normales in Peru. Also dass noch ein Deckel dran ist, ist schon ein Fortschritt. Weil meistens in den billigen Unterkünften ist hier gar nichts. Dusche hat sogar warm Wasser. Das habe ich aber auch erst gestern Morgen geschnallt. Dass die Sicherung rausgeknallt, weil ich dachte schon, das Ding ist kaputt. Wi-Fi geht leider nicht, war eigentlich angesagt. Also die haben irgendwelche Probleme, also kein Fernsehen und kein Wi-Fi. So, und da hinten wird Wäsche gewaschen, das habe ich schon gemacht. Ich habe bis heute Morgen noch meine Jacke und nochmal Unterwäsche durchgedrückt. Jo. Ganz angenehm hier. Vor allem hat man seine Ruhe. So. Mal gucken. Die Bierreserven sagen, ein Bier bloß noch. Ich muss nachfassen. So geht das nicht. Und Eier muss ich auch holen. Weil morgen fahre ich wieder ab und dann nehme ich noch reichlich zu essen mit. So, jetzt gehe ich zu Mama nebenan einkaufen. Das, was ich noch nicht im Supermarkt gekauft habe. Weil die Leute wollen hier ja auch leben. Im Supermarkt kauft man eigentlich bloß Dinge, die es so nicht im Tienda gibt. Also wie abgepackte Käse richtiger oder Wurst. So, ab geht's.